1 und 2 und 3 und 4 und 5 und 6 und 7 und 8. Hallo, liebe Freunde, bei Portia übrigens. Mein Arm juckt. Okay, es gibt eine Vorschau. Wow! Hey, ist das nicht, oh, nee, doch nicht. Die sieht ein bisschen wichtig aus. Interessant, was erwartet uns dort? Gibt es eine Quest? Es gibt sogar zwei Quests. Gut, das eine hier ist, glaube ich, obwohl... Geheimnis des Anpflanzens. Okay, Training für die fliegenden Schweine. Gibt zwei Side-Quests, aber mal schauen, was noch kommen wird. Was ist denn das? Hafenhandelsstation! Seit wann ist denn die da? Okay, ich hatte das Gefühl, dass wir zwischendurch eine Errungenschaft bekommen haben, dass der Hafen fertiggestellt worden ist. Aber ich hatte mir gedacht, dass ich die letzten schon mal bekommen hatte. Interessant, interessant. Okay, das sollten wir uns auf jeden Fall ansehen. Vom Forschungszentrum. Hey, gib mal, man hat so die Baupläne für die gut ausgestattete Werkstatt. Jetzt haben wir gerade eine Errungenschaft frei bekommen. Wahrscheinlich, weil wir x Baupläne haben. Ja, hier ist die Baupläne für die automatische Pumpe und den Heizkesseltank. Die soll bei dir bei deinem Auftrag helfen. Ich freue mich auch auf die heißen Quellen. Naja, also noch bin ich ja ledig, ne? Wir können ja mal zusammen hingehen. Nein, so bin ich nicht. So, hier. Und ein Schnitzmesser. Wird mit der Post verschickt. Könnte man auch als Drohung ansehen. So, hier genug Essen habt ihr. Ich stehe förmlich in Mist gerade. Nein, ich will hier hinzufügen, nichts entfernen. Bist du irre? So, hier aufsammeln, hat nur einmal Pupu gemacht. Nein! Warum streichelst du das Ei, was 5 Kilometer weit weg ist, wenn du direkt vor den Eiern stehst, du armer Irrer? So. Anstatt dass du hier mal hinkommst und zu gucken, könntest du dich auch einfach mal nützlich machen. So, hier Schnitzmesser. Was bringt denn das? 90. Weißt du was? Geh weg. Interessiert mich nicht. Ich spiele in einer anderen Liga, weißt du? Okay, heute ist Karl wieder dran. Dann schauen wir mal, was wir hier für schöne Quests bekommen. Emily, Geheimnis des Anpflanzens. Ich kaufe Fische von Toady once in a while. I can't believe he would do something like that. Okay, das gehört noch nicht zur Quest. Hello. Guten Tag. Hey, just wondering. When you're out and about, have you ever encountered plants that bear giant fruits? Riesige Früchte, sowas wie ein Apfelbaum? Nein, bisher nicht. Tut mir leid, gerade sehr beschäftigt. Also wissentlich jetzt eigentlich nicht, also nö, eigentlich noch nicht. Oh, it's like this. You know how Mr. Watermelon didn't win in the end. So I was researching how to grow a bigger fruit. I read that there are species of plants that have giant fruits. I was just wondering if you've seen them before. Ich habe keine gesehen, aber ich kann dir bei der Suche helfen. Ja, okay, machen wir mal. Really? You're really the nicest person ever. Let's go ask together. Alles klar. Fragen Nora, Petra, Alice, McDonald. Achso, McDonald können wir mal eben hier befragen. Was ist denn das da hinten? Achso, oh, okay, das Haus, was wir gesehen haben, ist tatsächlich wirklich die heißen Quellen. Wahrscheinlich war es vorher nicht da gewesen. Deswegen, naja. Giant fruits, huh? I believe I have seen them twice in my life. Long time ago, during the autumn festival, Sophie next door brought out this gigantic pumpkin. It was unbelievable. About the size of a small cow. Imagine that. You're her granddaughter, why don't you ask her? I have already, but Granny went to feed the chickens halfway through her story. Seems like she completely forgot about it. Anyway, what about the other time you've seen one? Karl, was ist denn schon wieder los? Mann, will er schon wieder irgendwelche Leute töten wahrscheinlich? The other time, I was at Tall Sky, climbing them sky towers. And round a kilometer up, I saw them. Giant grapes, the size of small pigs. It was a shocking sight. Die sind wahrscheinlich alle mit Chemie vollgepumpt. Really? How come no one from Tall Skies ever mentioned them? Because I was the only one who's ever seen them.
in my dream. Oh Gott. Because I was the only one who's ever seen them in my dream. Oh Gott. Okay, nochmal sagt er es nicht. Schade. Ich dachte wirklich, ich könnte jetzt einen Loop draus machen. Thanks for the help. We'll ask around. Okay. I talked with Musa. He wasn't interested in any farming related business. Ah, that stinks. I'll show him. Das interessiert mich nicht. Ich bin gerade sehr beschäftigt. Ich muss Leute nach großen Früchten fragen. Apropos, ich muss sowieso hier noch ein bisschen gucken. Okay, da ist gerade Nora, dann können wir die nochmal fragen. Giant fruits? I've read through a lot of church lectures on plants, but I haven't seen any mention of particularly large fruits. The lectures usually state that the more care you give a crop, the better the harvest. Das würde ich jetzt auch erst als erstes vermuten. Indem du sie ordentlich mit Chemie vollspritzt, dann werden sie natürlich groß. Thanks for the help, Nora. Das war easy. So, hier Flying Pigs und so. Trainier deine Beine, machen wir gleich. Ich habe Angst, dass ich die Quest, eine Quest abbreche, weil mir nur einer folgen kann. Keine Ahnung, aber schauen wir mal. So, Alice. I've never seen giant fruits. Well, the winner of the last autumn festival was pretty big. But I have heard of giant flowers, the flesh-eating kind. You don't want to run into these. Och, ich habe ein Schwert. That's good to know. Mr. Musa bought some more of my flowers. He said my flowers reminded him of his wife. How sweet. Ja, gut. Ich freue mich sehr für dich. So, und Petra müssen wir noch befragen. Das kriegen wir auch hin. Die ist natürlich wieder im Forschungszentrum. The same procedure as every day. Plants that bear giant fruits. I've read about them in a book once. I remember they said the old world did all types of genetic experiments on expanding the yield and size of fruits and crops. They even sent seeds into space for long periods of time. The fruits harvested from these were supposed to be huge. Früchte im Weltraum. Ja, das macht Sinn, natürlich. Send them into space? That sounds very hard. That's it. I give up. Wait, maybe we should ask Martha. I remember she brought a way bigger than normal pineapple melon to the autumn festival before. She won. Ja, gut, dann machen wir das auch nochmal. Ist halt wieder so eine klassische Laufquest, die wir gerade haben. Okay, sie ist nicht mehr da. Ich laufe alleine. Anything I can help you young people with? Klar. Hello, Martha. Hey, Martha, I remember you brought a huge pineapple melon to the Autumn Festival before. What kind of special care did you give it to make it grow that big? I want to know. Tja, das werde ich dir aber nicht verraten, Kindchen, es sei denn, du bezahlst mich dafür. Oh dear me, it wasn't so much my special care that made it grow that big. It was a special seed. Ja, ich habe das auch schon mal gesehen, der mysteriöse Händler hat, glaube ich, so welche. I knew it. So giant fruit seeds do exist. Look at that curious face of yours, Emily. Oh, it's so cute. They do exist indeed. I got mine from that salesman wearing the mask. He doesn't come around here very often. Have you met him before? Ja, ich habe ihn getroffen, hier noch er Samen hatte. Genau genommen kann mich sehr wohl erinnern, dass er Samen hatte. Aber gut, ich antworte mal so. Well, he's a strange one. Last time, for some reason, he wanted to have the metal spatula I used for cooking. And he said I could name whatever I want in exchange. Ja, der ist sowieso merkwürdig. I thought he was just pulling my leg. So I told him I want him to help me win the Autumn Festival. What do you know? He gave me this seed and told me to plant it. Said the result would get me the prize. Ja, gut. Es ist immerhin, er hat einen fairen Deal abgeschlossen. I didn't believe him at first, but then the pineapple melon just got bigger and bigger. I still can't believe it. It's incredible something like that can exist in this world. Maybe you can have a talk with him, Emily. Thank you so much for the tip, Martha. Let's look out for that salesman in this season. Maybe he'll have another seed. Looking to win at the festival, eh? Was gerade vorbei ist. Good luck. I'll root for you. I have known Toadie a long time.
I never expected him to do something like this. Okay, gut, ja, neue Quest bekommen. Gut, eins nach dem anderen. Auf den mysteriösen Händler warten. So, erstmal hier. Hallo, Wade! Ich will noch mit dir trainieren. Glad you can make it. Let's go. Training für die fliegenden Schweine. Okay. Zum Ziel Peach Plaza. Ah! Steck fest. Karl ist zu groß. Wo muss ich jetzt hin? Zum Flussufer. Okay, da kann ich gleich eigentlich auch mal direkt beim Hafen vorbeilaufen. You seem very capable already, Arlo. Are you sure you need to push yourself so hard? Yeah, I'm sure. I've not told anyone about this, but the reason I'm training so hard is... because I've failed the entrance exam several times already. I'm training for the next time. I cannot fail again this time, so I must train harder. Wir können ja auch einfach mal gegeneinander antreten und wenn du mich besiegst, dann glaube ich, bist du stark genug. Just from 2 days of running, you look tougher already. I'll be here, training every day for the week. So feel free to join me again whenever you're free. Jo, alles klar. Ein bisschen Erfahrung, ja, und Beziehungsplus. Warum nicht? Gut, so, wir müssen auf den mysteriösen Händler warten. Ich guck mal kurz Questübersicht. Das Schöne ist, wir müssten jetzt eigentlich dann die beiden Quests fertig bekommen, weil wir ja dort eigentlich KI-Chipsets kaufen sollten, so wie ich es mal in Erfahrung gebracht habe. Was hatte ich denn da? Achso, ich habe Kürbistorten bekommen. Egal. Gut. Dann schaue ich mir das doch hier mal ein bisschen genauer an. Moin. Sieht ehrlich gesagt genauso aus wie vorher, aber hier scheint ein Laden zu sein jetzt. Ah. Ja, ein Selbstverkauf, alles klar. SB-Laden. So, Militärmotoren, Hula Hoop, Kletterstab, Drehball, will ich alles nicht. Was ist das? Kamera. Das, okay, das ist ziemlich teuer geworden. Hier. Ah, KI-Chipset 2 Stück kostet uns 3 normale Chips. Da muss ich die mal. Holen. Und Denf. Gibt's hier. Oh, ein Mini-Bohrer! Es gibt den Bohrer! Aber den kann ich heute noch nicht kaufen, weil der halt Marktpreis plus 2082. Oh Gott! Von Mint und Hafenhandelsstation. Okay, den bekomme ich also scheinbar noch durch eine Quest. Das heißt, ich kaufe mir den hier am besten sowieso nicht. Eine Kamera, eine wenig Technologie von allen, wenn man kann wertvolle Momente auf Fotos festhalten. Okay. Montagebauplan. Laufbau. Montage, sobald du den Bauplan hast. Pflanzenstände. Werbeschild. Ja, cool. Baupläne kriege ich ja auch. Was ist das? Ein Staubsauger. Ein Dyson. Ein sehr starker Relikt, über den bin ich begeistert. Pferde, Kacheln und Maschinen voll. Vor sich und lagert sie in dein Inventar. Kann ich damit die Teppiche auch vielleicht auch wieder aufsammeln? Muss ich bei Gelegenheit mal ausprobieren. Kann man Bauplan holen, brauche ich jetzt auch nicht holen. Also das hole ich mir noch. Enge Halskette. Okay, das ist einfach nur ein Accessoire. Zitronen kann ich hier kaufen. Senf. Und die Datendisk-Dinger, das ist nice. Die würde ich gerne mitnehmen. Wie viel habe ich überhaupt? 28. So. Direkt die schon mal mitnehmen. Und wie viel brauche ich jetzt? 3 KI-Chipsets. Verfalloruin. Okay. So, dann lerne ich die Sache mal eben hier. Werbeschild. Laufband. Und Pflanzenständer. Sehr nice. Ich kann zwar erstmal nur 2 holen. Ich würde aber gerne erst die Quest mit den 3 Dingern abschließen. Ich war noch gar nicht in der Handelsgilde heute. Bin noch gar nicht zugekommen. Muss ich auch nochmal machen. Machen wir danach. Ich weiß nämlich nicht, wie lange die Gegenstand Joyce gut angesehen. Na, willst du anfangen ein bisschen zu spielen? 3 Chipsets. Kann ich hier noch was einsortieren? Nope.
Ausdauerbuff. Machen wir jetzt mal so. Wo waren die denn hier? Silikon-Chipsets. 6 Stück. Kann ich eintauschen für 2 KI-Chipsets. Warum gibt es denn nicht 3? Mann, ich habe so viele Silikon-Chipsets, aber mir fehlen halt eben die anderen. Vielleicht kann ich die dann morgen holen. Ich weiß ja nicht, wie oft sich der Laden hier erneuert. So. 2 Stück. Danke sehr. So, die packe ich mir erstmal ins Inventar. Da könnt ihr auch ruhig bleiben. Wir werden sie sowieso verwursten. Alles klar. So, einfache Schaltkreise, Chipsets und auf mysteriösen Mann warten. Mysteriösen Händler heißt er auch eigentlich. Naja. So, was ist denn hier auch so? Morgen hat Sam Geburtstag. Das interessiert mich nicht wirklich. So, Mission, heiße Quellen, blablablub. Erstmal schaue ich mir an, was es in der Handelsgilde heute gibt. Und dann können wir uns ja mal an die neuen Baupläne machen, die wir gerade gekauft haben. Vielleicht können wir da ja was fürs Museum herstellen. Was haben wir denn hier? Django möchte was. 2 Ledergürtel. Faserstoff und hier 4 Aluminiumplatten. Bringt mir nicht genug. Lohnt sich nicht. Da kann ich besser was auf meiner Montagestation herstellen. So, geh mal kurz zurück, damit du mir hier nicht im Weg rumrennst. Was haben wir da bekommen? Einen Heizkessel, automatischer Wassermotor, ist klar. Werbeschild, Laufband und Pflanzenständer. Ich habe keine Ahnung, wofür die nützlich sind. Werbeschild, verdichtete, wasserdichte Lampe, Stahlrahmen. Wir fangen mal vorne an. Und die würde ich ganz gerne einmal selber bauen. Dafür brauchen wir jetzt 4 Stahlrahmen und 4 Aluminiumplatten. Aluminiumplatten müssen wir, glaube ich, hier schon fertig haben. Aluminiumplatten. Selbst Titaniumplatten haben wir sogar. Und 4 Stahlrahmen. Die müssen wir nochmal machen. Moment, da kann ich die schon mal hier einsetzen. Also 4 Stahlrahmen und 4 wasserdichte Lampen. Ich muss die nämlich beide bauen. Vier Stahlrahmen. Okay, dafür brauche ich auch 2. Und 4 wasserdichte Lampen. So. Ist relativ einfach herzustellen. So. So, was kann ich damit jetzt machen? Mit dem Werbeschild. Kann im Außenbereich zum Ausstellen. Was? Kann im Außenbereich zum Ausstellen von großen Mustern verwendet werden. Im Außenbereich? Was heißt denn hier Außenbereich? Aber hier kann ich das nicht hinsetzen. Wie ist denn das, wenn ich das jetzt hier hinstelle? Wähle ein Foto aus. Ach so. Ja, cool. Warte. Nochmal so testweise. Ach, wie geil. Oh Mann, ey. Ja gut, ich brauche das jetzt eigentlich nicht. Ich lege das erstmal in meine Sammelkiste. Ich weiß nicht, ob das irgendwann nochmal von Interesse sein wird. Deswegen, ich halte es erstmal zurück. Ich baue mal ein paar Sachen und hier Laufband. Oh, Laufband sieht ein bisschen schwieriger sogar aus. 18 alte Teile, Wahnsinn.
Also erstmal 10 Aluminiumplatten und 6 Eisenholzdielen. 10 Aluminiumplatten, 6 Eisenholzdielen. Das ist schon ein bisschen aufwendiger. 6 Eisenholzdielen. Zum Glück mache ich da gerade wieder neue. Es ist ein ziemlich großes Laufband, finde ich. Hallo? Ja. So, und dann, was war es noch? 4 Gummiriemen und 6 Schaltpulte. Warum denn so viele? Reicht nicht eins? So, Gummiriemen ist nicht das Problem. Schaltpulte 6 Stück. Ganz schön teuer. Ich hoffe, das bringt was. So. Okay, was kann ich mit dem Laufband machen? Ein Relikt aus der alten Welt, damit kannst du auch drin trainieren. Okay, ich... Was ist, wenn ich das jetzt aufstelle? Mal so testhalber. Benutzen. Ah ja. Ich bin beeindruckt. Ich was bringt das? Ich meine, das ist schön, nice to have, ja, schön, aber. Achso, was ich vielleicht nochmal eben gucken kann. Da steht jetzt nicht, dass ich es fürs Museum spenden kann. Aber ich würde dennoch einmal gerne probieren, ob es geht. Solange das noch offen hat, versteht sich. Wir müssen unbedingt noch ein Date wieder mit unserer Ginger ausmachen, damit wir dort auch weiterkommen. Können wir gleich machen auf dem Rückweg. Für morgen. So, hey. Ja, ich pack die Sachen dann mal hier unten rein, ne? So. Hier geht es zumindest nicht. Hier auch nicht. Laufband geht hier nicht hin. Muss Relikt. Ne. Nee, funktioniert nicht. Okay. Ich habe jetzt so überlegt, ob es vielleicht geht, weil es jetzt bei dem Spielzeugmonster auch nicht dabei stand, dass wir es hier eben platzieren können. Aber ich würde sie trotzdem aufheben. Ich weiß, ich kann die auch für 3.500 verkaufen, die Sachen, aber... Achso, wir wollten ja noch mit Ginger einen Termin ausmachen, wie es sich mal anhört. Wir wollten uns mit Ginger zum Spielen verabreden. Vielleicht brauche ich sie, wie gesagt, nochmal irgendwann. Hey. Na? Uncle Russo has been a great help. Also, spielen. Wann möchten wir vor hier Peach Plaza? Und 20 Uhr. Alles klar. Dass wir das auch immer nur am nächsten Tag machen können. Also für mich war das früher nie das Problem, dass ich am selben Tag mich zum Spielen verabredet habe. Mit meinen Freunden. So, you can go back. Ach, jetzt habe ich ein, zwei Bäume insgesamt 48 Zellulite bekommen. Das, wie ist das? Ist doch verarsche. So, dann packen wir die Sachen jetzt beide hier rein. So, Werbeschild und hier das Laufband. Und wir haben ja noch eine Sache, nämlich die Pflanzenständer. Der braucht 6 Eisenholz, 8 Hartholzdielen, Verbundholzbretter. Eisenholz, Moment. 6 Eisenholz, 8 Hartholzdielen. Bin verwirrt mit dem Eisenholz, dann auf der anderen Seite sind es wieder Dielen. So. 6 Eisenholz und 8 Hartholzdielen.
So. Hast du jeder Pflanzkasten so was anderes gemacht? So, und 5 Verbundholzblätter noch. Da habe ich auch mehr als genug von. Das ist immer schön, wenn man die Sachen auf Vorrat hat. So. Ein Pflanzenständer. Was kann ich denn damit machen? Bestimmt Pflanzen rein. Wenn man ein paar Blumen hineinstellt, wird daraus ein schwebender Minigarten. Was bringt das denn? Ich verstehe das immer nicht. Na gut, wir haben die Sachen gemacht. Ja, Wahnsinn, toll, klasse. Aber, ach komm, bei jedem. Naja gut, wir lassen es einfach mal. Vielleicht holt uns das irgendwann mal wieder ein, warum wir das gebrauchen können. So, 2,5 Stunden, dann ist das Dingens hier auch fertig. Wir kommen gut voran. Das Ding ist Plateau. Ich hoffe, wir können morgen wieder Chipsets kaufen. Wir haben jetzt zwar ein paar Silikonchips. Wir müssen das halt noch 1,5 Mal machen, weil wir brauchen insgesamt noch 3 Chips. Also KI-Chipsets. Das heißt, wir müssen insgesamt noch 9 von unseren anderen Gedöns ausgeben. Ich muss mal eben kurz gucken. Kann ich noch zu dem Handelsposten hinten hinlaufen? Ist das schon zu spät? Spät mit E übrigens. Spät. Wahrscheinlich geht das nicht mehr. Hey Min, von dir kriege ich einen Erdbohrer, habe ich gelesen. So, okay. Ryder, wer ist das hier eigentlich? Hey, hey. Don't look at me like that. I might look dangerous, but I'm actually one of the nicest guys around. Okay. Da war doch gerade noch eine. Ach da. Ursula. Ah, how do? Ratswächter. Right? I'm Captain Ursula of the Council Guards. Pleased to meet you. Aber was für eine Funktion habt ihr hier und wer ist das? Ten. Hey, hello. I'm Ten. No, no, that's my name, not my age. Ten. Wo hab ich denn jetzt Kampfmusik? Egal. Ja. So, okay, ich komme noch rein. Sehr gut. Kann ich nämlich nochmal gucken, was diese Woche schön hier an Aushängen ist. Ob da irgendwas Spannendes bei ist. Baumwolle. Mhm. Schaf, Ente, Leinen. Ich habe 456. Ja, weißt du. Kann man ja mal machen. Eier bringt nicht so viel. Aprikosen bringen relativ viel. Getrocknete Aprikose. Habe ich 2. Ach komm, dann werde ich... verändern. Dann werde ich die mal los. Die 2. Schichtenkarotte, Kopfsalat habe ich nicht ganz so viel. Regenbogenblumen bringen sehr viel. Stoff. Also ganz normalen Stoff. Da habe ich noch nicht so viel, dass ich sage, da kann ich davon abgeben. Hier Aprikose, ganz ehrlich. Nein. X. So. 200 Aprikosen. Eier. Nein, Enten. Ich meine, die Tiere bringen halt immer sehr, sehr viel, ne? Aber das, ich will die nicht weggeben. Baumwolle, ne, das lohnt sich für mich nicht. Apfelsaft, Dressing. Okay, aushängen. Insgesamt 5.878, das ist ganz nice. Können wir ein bisschen hier wieder Geld reinkriegen. Wir nähern uns langsam unserer Grundstückserweiterung an. Danke. Das wäre doch nicht nötig gewesen. Ich fahre mal mit dem TÜV-TÜV-Auto zurück. So, wir können eigentlich die Sachen hier schon direkt abgeben, ne? Lieferkarren, Mengen. Dann steht der hier nicht bei uns vor der Haustür. So, Lieferung C. Ja, dann alles Gute, ne? Und fahr vorsichtig. Lauf vorsichtig. Fall nicht über einen Stein. Gut.
Okay, dann machen wir mal unseren abendlichen Rundgang. Nein, geh weg. Brauch dich nicht. Absolut. Nee, ein Tag, 43 Minuten. Ich habe erst gelesen, eine Stunde. Das wäre fast in die Buchse gegangen. Okay. Das wird morgen fertig. Verbundholzbretter. Hier ist auch noch genug Sprit drin. Ein paar Eisenholzdielen. 19 Stunden. Ja, komm, legen wir mal besser nach. Das ist sofort fertig. So, Fertigung abgeschlossen. Das ist gleich fertig. Weiter Harz machen. 37 Minuten. Auch das können wir gleich mitnehmen. Ich warte nochmal eben, bis das hier fertig ist. Hier die Apfelringe können wir wieder rausnehmen. Eine Meeresalge können wir rausnehmen. Das können wir nun nehmen. Was pflanzen wir denn an? Wir haben dann... wie viele Tage haben wir überhaupt noch Zeit? Heute ist der 22. Das heißt, wir haben nur 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tage. Oder wir pflanzen halt etwas an, was über zwei Jahreszeiten geht. So, packen wir hier was Neues rein. Brauchen wir erst noch wieder ein bisschen mehr Harz, glaube ich. Oder wo wird es knapp werden? Ja, definitiv der Harz. Dann geben wir nochmal einen Energiestein wieder rein und dann so. Und wir haben fast kein Baumharz mehr. Gut, was können wir denn stattdessen anpflanzen? Gucken. Wir hätten die Schichtenkarotte, braucht 7 Tage, das reicht nicht mehr. Bambuspapaya ist nur im Sommer. Sisal ist allerdings 9 Tage, oh Gott. Frühling und Herbst nach 5 Tagen, das würde passen. Frühling und Sommer. Sommer und Herbst. 4 Tage, aber da habe ich noch genug von. Frühling, Sommer, Herbst. Da habe ich eigentlich auch noch genug. Das geht immer. Okay, dann würde ich sagen, wir machen Kopfsalat. 24. Das kommt dann nämlich sehr gut aus. Kriege ich wieder ein paar Leinen rein. Ich würde am liebsten von allem, also von den Bäumen, von den Pflanzkästen, alles immer so richtig, richtig, richtig viel machen, dass wir ja mit einmal Ernten irgendwie direkt 1000 Stück bekommen und am besten mit einem Erntehelfer, der uns die einfach aberntet. Am besten auch direkt wieder neu anpflanzt. Dass wir einfach die Felder hier zuweisen können, sagen, pass auf, wenn abgeerntet, dann pflanzt das und das an. Das wäre sehr schön. Huch, nein, ah, verdammt, Entschuldigung. Das wollte ich nicht. Ich wollte mich nur ganz geschickt, während ich hier am Einpflanzen bin, noch nebenbei am Kopf kratzen. Hat aber nicht funktioniert, wie man gesehen hat. Du bist gescheitert. So. Wachst und gedeiht. 454 Leinen hat es gegeben. Sehr nice. Das packen wir zurück. Ein paar Samen haben wir auch wieder rausbekommen. Reicht aber nicht für eine ganze Ernte. Wir hatten, glaube ich, noch 7. Jetzt noch 9. Müssten dann 16 sein, wenn ich noch richtig Kopf rechnen kann. Okay, wir sind extrem in der Überlänge. Sehe ich gerade. Was haben wir denn gemacht, dass es heute so lange dauert? Gut. Ja. Voll geprägt heute in erster Linie durch Laufquests. Der mysteriöse Mann ist aufgetaucht. Jetzt schon? Hä, der kommt doch erst Ende des Monats. Wegen der Quest wahrscheinlich. Gut, ja, heutige Quest geprägt von Laufquests schlechthin. Wir haben ein paar KI-Chipsets bekommen, wo ich sehr stolz drum bin. Da schauen wir natürlich in der nächsten Folge auch wieder, ob sich das resettet hat. Ich hoffe, das ist nicht einmal die Woche nur. Das wäre halt sehr ärgerlich, sondern einmal am Tag. Ja, und bis dahin, liebe Freunde, würde ich sagen, ach ja, und wir haben die Ratsabgeordneten kennengelernt. Was auch immer die für eine Funktion haben. Vielleicht werden die bei der nächsten Runde da vorm Rathaus mal vorgestellt.
Oder von der Handelsgilde. Das findet immer von der Handelsgilde statt, nicht vom Rathaus. Ja, liebe Freunde, danke fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge hoffentlich wieder. Und dann passieren weitere spannende Dinge in der Welt von Portia. Macht es gut!